Ich grüße euch. Die Dunkelheit lockt. Ja, hallo Leute, es beginnt. Hi. Herzlich willkommen zu Legion. In einem flüchtigen Augenblick. Unser Ziel sind die verheerten Inseln. Der Zauber, der Dalaran innerhalb eines Liedschlags an seinen neuen Standort versetzt, ist nicht einfach. Ich brauche die volle Energie und Aufmerksamkeit dieses Rats. Da Jaina abwesend ist, hat Caligus vom blauen Drachenschwarm uns seine Hilfe angeboten. Die Legion wird alles versuchen, um uns aufzuhalten, aber wir werden nicht klein beigeben. Es ist Zeit anzufangen. Werdet Zeuge, wie Dalaran zu den verheerten Inseln teleportiert wird. Okay, das Portal brauchen wir nicht nehmen, Valyria. Also segeln wir einfach runter jetzt zu Khadgar. In einem flüchtigen Augenblick, ich denke mal, er meint nicht unbedingt die Vorbereitungszeit, sondern er meint jetzt, wie schnell es vonstatten geht. Weil das hat nämlich schon nur ein paar Tage gedauert. Nämlich, ich glaube, insgesamt 6 Tage seit dem letzten Mal. 6 Tage lang hat Khadgar jetzt hier diesen Teleportationszauber zu den verheerten Inseln vorbereitet. Okay, Valyria ist da und hier haben wir Khadgar. Dann melden wir uns mal. Es liegt viel vor uns. Es liegt viel vor uns. Die Legion droht uns zu überrennen. Uns bleibt keine Zeit. Die arkane Schockwelle, die wir gleich auslösen, sollte massiv genug sein, um sie vorläufig in ihre elende Dimension zurückzuschleudern. Das sollte uns Zeit verschaffen, unsere Kräfte zu sammeln und mit der Suche nach den Säulen der Schöpfung zu beginnen. Seid ihr bereit? Okay, wir sind bereit. Und zwar jetzt. Lebt wohl. Bürger Azeroths! Am heutigen Tage wenden wir das Blatt. Am heutigen Tage erobern wir unsere Welt zurück und schicken die Legion wieder in die Hölle, aus der sie stammt. Unser Ziel ist klar. Die Säulen der Schöpfung erwarten uns. Auf den verheerten Inseln! Wow, wir haben es geschafft. Und wo stehen wir hier? Okay. Valyria, du hast es auch geschafft. Wir sind hier irgendwie in Krasus Landeplatz. Wir könnten hier mal kurz rausschauen und mal einen Blick rauswerfen, wie es denn hier aussieht. Okay, es ist... Der Himmel hat sich nicht unbedingt geändert, oder? Es ist immer noch ziemlich, düster. Düster, ja. Und ab hier müssen wir uns komplett nur zu Fuß rumschlagen. Oder mit unseren Teufelssäblern. Fliegen können wir nicht mehr. Wieso fliegt denn der eine hier gerade? Hä? Okay, Leute, hab mich schon gewundert. Ich dachte eigentlich, dass die Winde auf den verheerten Inseln das verhindern, dass wir einfach so losfliegen können. Aber die Flugtiere hier, die sind anscheinend schon geübt. Und ja, das ist wohl das, was wir hier eben sehen konnten. Okay, Valyria, dann melden wir uns doch einfach mal. Wir sind jedenfalls angekommen. Viel können wir nicht erkennen. Nur da hinten kommt irgendwie so ein Energiestrahl, der sich nach oben in den Himmel bewegt. Was auch immer, oder fließt. Abgesandter Altbrück. Altbrück, okay. Das Licht sei mit euch. Das Licht ist mit uns. Ah, schön, euch wieder auf den Beinen zu sehen. Die Mitglieder des Rats der Sechs erholen sich von den Strapazen. Die Intensität des Teleportationszaubers kann Orientierungslosigkeit hervorrufen. Anscheinend habt ihr kurz das Bewusstsein verloren, aber immerhin habt ihr euch nicht in einer Wand steckend wiedergefunden, als ihr erwacht seid. In einer Wand steckend, das nett. Erinnert ja irgendwie jetzt an den Anime Steins Gate. Dalaran wurde über die verheerten Inseln umgesiedelt. Von dort aus werden wir die Bemühungen leiten, um die Säulen der Schöpfung zu erlangen und die Legion endgültig aus Azeroth vertreiben. Okay, wir bekommen einen Dalaran-Ruhestein. Das ist ziemlich cool. Mit 20 Minuten können wir uns immer wieder hier zurück
teleportieren und ein Foliant des ruhigen Gemüts, wo wir nicht in einer Ruhezone auch unsere Talente mal für die Allianz benutzen können. Dalarans Ressourcen stehen euch zur Verfügung. Von hier aus werden sich die Helden von Allianz und Horde gleichermaßen aufmachen, um nach den Säulen der Schöpfung zu suchen. Ich habe von mächtigen Artefakten gehört, die euch bei eurer Kampagne helfen könnten. Haltet einfach die Augen offen, dann begegnet euch vielleicht ein wertvoller Hinweis. Und jetzt muss ich mich um die anderen Besucher kümmern. Viel Glück. Okay, der hat wieder ein bisschen zu schnell geredet, oder Valyria? Ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Ich muss mit euch sprechen. Okay. Da ist jetzt direkt... Ich habe alles geopfert. Was habt ihr aufgegeben? Korvas Blutdorn will mit uns reden. Altruist möchte euch sofort an Krasus Landeplatz sprechen. Korvas beugt sich euch zu und flüstert eindringlich. Ihr müsst euch beeilen, die Legion hat ihre Augen überall. Altruis und die anderen warten an Krasus Landeplatz. Ich werde euch dort treffen. Okay. Sie wird auch noch hinzukommen. Valyria, wir müssen wieder zurück, wo wir eben waren, oder? Ja. Der neue Dalaran-Ruhestein, den ziehe ich mir auch mal direkt irgendwo hin. Der ist ziemlich cool. Vor allem mit 20 Minuten Abklingzeit. Das sind noch Zeiten, ne? Da kannst du überlegen. Bei der Lich King-Reihe, wenn man die macht und das Legendary bekommt, dann kriegt man eine Locke. Da kann man ein Portal eröffnen und das ist jetzt nur ein Ruhestein für sich selbst. Und es hat eine Stunde Abklingzeit und hier hat man alle 20 Minuten. Bin ich froh, dass Korvas euch so schnell finden konnte. Okay, Valyria, wo bist du? Auf dem Weg. Genau, wir müssen jetzt aufpassen. Am besten immer zusammen reinlaufen, weil hier arbeitet viel mit Phasing. Bei mir ist es jetzt Alstruis und bei dir ist es wahrscheinlich Sonnenzorn, ne? Genau. Okay. Ja, ich kann euch sehen. Er kann Was uns... Was wollt ihr? Er kann uns sehen. Wir müssen rasch handeln. Mit jeder Minute, die wir hier herumsitzen, gewinnt die Legion an Stärke. Denkt immer daran, es gibt kein höheres Ziel als die Vernichtung der Legion. Okay, das ist ein klassenspezifisches Solo-Abenteuer. Eure Clubmitglieder werden euch nicht auf diese Reise begleiten. Okay. Illidan und ich mögen unterschiedlicher Meinung gewesen sein, aber er war unbestreitbar mächtig. Er persönlich hat einen der stärksten Soldaten der Legion ausgeschaltet. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Es gibt zwei Paar Klingen, die man noch vielleicht noch in die Hände bekommen kann und die angeblich noch mächtiger sind als jene von Illidan. Leider sind wir zu wenige, um uns auf die Suche nach ihm zu begeben und gleichzeitig die Legion im Auge zu behalten zu können. Und ich befürchte, dass diese Gelegenheit nur von kurzer Dauer sein wird. Als ranghöchster Illidari fällt diese Entscheidung euch zu. Wählt eine Artefakt auf aus, nach der ihr es suchen wollt. Lasst euch nicht von der Macht der Legion überwältigen. Naja, also wir gehen auf jeden Fall zuerst auf Verwüstung. Auch wenn ich dann in Dungeons, zumindest Dungeons und so weiter tanken möchte, die Tankwaffen von den Dämonenjägern, die sind ziemlich unbeliebt, weil die sehen gar nicht aus wie Kleven. Jedenfalls Verwüstung. Diese Kleven gehören dem ehemaligen Dämonenjäger Varedis Teufelsseele, der vor vielen Jahren bei der Verteidigung des Schwarzen Tempels erschlagen wurde. Kil'jaeden, der Betrüger, Meister der brennenden Legion, hat Varedis im wirbelnden Nether auferweckt und dessen Kleven einen Teil seiner eigenen chaotischen Macht verliehen. Die Zwillingsklingen des Betrügers. Mal gucken, ich kann die wahrscheinlich auch schon mal so zeigen. Die sehen ziemlich cool, richtig wie Kleven aus. Und jetzt? Kann ich nicht eben das so sehen? Ich würde gerne die Waffen durchgehen. Folgt nie jemandem blind. Dann haben wir Rache. Benutzt euren Verstand. Die mächtigen Altrachi gehörten zu den wenigen, die sich gegen die brennende Legion stellten. Sargeras selbst musste ihren größten Helden töten und ergriff dabei auch dessen Kriegsklingen. Jetzt schwingt die verräterische Illidari Karina, Dienerin von Kil'jaeden, die berühmten Klingen. Umso mehr Seelen sie damit fängt, desto stärker wird sie. Die Kriegsklingen der Altrachi, und da könnt ihr es sehen, die hält man ja nahezu wie einem, mit bisschen Fantasie, wie ein Polizeistock. Und das ist halt wirklich sehr unbeliebt. Es gibt eine Möglichkeit, dann das Aussehen zu verändern. Das ist wie Kleven sind später. Und das haben sich so viele Leute gewünscht. Also es gibt kaum jemanden, dem diese so gefallen. Aber wir machen weiter, Valyria, aber... Ich habe alles geopfert. Was habt ihr aufgegeben? Okay, lasst euch durch nichts aufhalten, wir machen weiter. Tod der Legion! Also, wir wählen jetzt beide die Verwüstung aus. Jupp. Und zwar jetzt.
Seid ihr jetzt nicht sicher, dass ich dieses Artefakt wählen möchte? Jo. Ja. Dann können wir wieder mit ihm reden. Die Kraft zu überleben. Ihr müsst umgehend handeln. Die Zeit ist knapp. Falls wir uns nicht wiedersehen, sterbt wohl. Abmachung treffen. Erinnert ihr euch an Varedes? Er war einst unser Hauptausbilder im Schwarzen Tempel, aber er fiel schon früh in der Schlacht. Dachten wir zumindest. Korvas hat diesen Verräter in den Reihen der Legion ausgemacht. Er schwingt ihr vollkommen Unbekannte mit Macht durchdrängte Kleven. Die Kirin Tuur haben einen Eredar-Fürsten in der violetten Festung bestattet, der wissen müsste, wo sich Varedes Operationsbasis befindet. Die Festungswächter hat sich bereit erklärt, uns Zugang zu ihm zu gewähren. Altruis grinst. Zeit, die freundliche Diplomatiekarte auszuspielen. Trefft euch mit Altruis vor der violetten Festung. Tod der Legion. Wir sehen uns dort. Wir sehen uns dort, okay. Der Text ist ähnlich. Ist sehr ähnlich, genau. Weil bei Valyria hat sich ja für Kane Sonson entschieden. Wenn du ready bist, Valyria, dann lass uns gemeinsam zur violetten Festung gehen. Jupp. Und dabei auch unsere Schwingen austreiben. Da gibt's auch was Cooles. Ich habe mir auch nochmal die Zonen-Previews angeschaut und habe jetzt eine Zone ausgewählt, die wirklich in meiner Meinung nach mit Abstand die schönste ist. Es heißt nicht, dass die anderen irgendwie langweilig oder hässlich sind, aber sie hat etwas ganz Besonderes. Mehr dazu, wenn wir uns dazu entscheiden müssen, weil ihr wisst, wir haben insgesamt 5 Zonen auf den verheerten Inseln und wir werden die Reihenfolge bestimmen können. Und da weiß ich halt schon Bescheid. So, hier ist die violette Festung. Die gibt's nämlich hier auch, wo so alle möglichen gefährlichen Kreaturen. Euer Erräter hat wertvolle Informationen. Wir brauchen nur ein paar Minuten allein mit ihm. Genau, wir brauchen nur ein paar Minuten mit allein mit ihm. Und hier kannst du schon sehen, dass bei dieser Person hier mit dem Mond, dass sie hier so ein Ausrufezeichen hat, ja. Weil, das weiß ich nämlich auch schon, also ich habe mir noch ein paar Tipps angelesen, zum Glück sehr spoilerfrei. Wenn wir die Stufe 105 erreichen, wird uns diese Leutnant Zinclari nämlich die Quest geben können, um hier die violette Festung als Dungeon zu erleben. Aber jetzt machen wir zuerst mit Altruis weiter. Mein Leben dient einzig dem Untergang der brennenden Legion. Okay, Abmachung treffen. Bringen wir es hinter uns. Diese Bürokraten gehen mir jetzt schon auf die Nerven. Folgt nie jemandem blind. Benutzt euren Verstand. Wir benutzen unseren Verstand um jeden Preis. Wir müssen unbedingt Varedes Aufenthaltsort von dem Eredar in diesem Gefängnis erfahren. Allein der freundliche Wächter und seine Männer stehen uns hier noch im Wege. Wenn es sein muss, schalten wir sie eben zusammen aus, okay? Also eigentlich arbeiten wir hier mit den Kirin Tuur zusammen, Altruis, aber verschafft euch Zutritt zur violetten Festung und verhört Taldat, den Zerstörer, um den Aufenthaltsort des Verräters Varedes zu erfahren. Lasst euch nicht von der Macht der Legion überwältigen. Also, wir versuchen es erstmal diplomatisch. Wir reden jetzt erstmal mit Wächter Alturas, Valyria. Willkommen in der violetten Festung. Ich traue euch, Dämonenjäger, nicht. Ihr und die Legion seid für mich ein und dasselbe. Okay, nun? Wir haben die Möglichkeit zwischen, jetzt ist keine Zeit für Erklärungen, lasst uns in die Festung, Wächter. Oder? Lasst uns rein oder ich werde euch den Unterschied deutlich machen. Ich glaube, die Dringlichkeit, dass wir keine Zeit haben für Erklärungen, ist wohl ein bisschen diplomatischer. Ihr habt keine Zeit für Erklärungen? Dann werde ich meine Zeit nicht mit euch verschwenden. Okay, das interessiert ihr nicht. Probieren wir es nochmal? Nur zu Besuch? Lasst uns rein oder ich denke, wir müssen hier irgendwie doch Zwang ausüben. Ja, ein bisschen deutlicher werden. Soll das etwa eine Drohung sein? Muss ich euch daran erinnern, dass ihr hier in meinem Gefängnis von meinen Wachen umzingelt seid? Also ich denke nicht, dass diese Wachen hier uns ein Problem machen werden, aber mal gucken wir mal. Wollt ihr es etwa herausfinden? Oder was habt ihr schon zu verlieren? Ja, wenn sie uns in ein Gefängnis reinlassen, was passiert schon? Also ich meine, wenn sie uns auch einsperren wollen, sind wir am richtigen Platz. Ja. Und es ist ja nicht so, als wollen wir den Typen da befreien, oder? Sagen wir zuerst, wollt ihr es etwa herausfinden? So sei es. Nee, was habt ihr schon zu verlieren? Ihr könnt vom Glück sagen, dass Katka euch vertraut. Andere klingt mehr wie eine Drohung. Warte mal. Habt ihr noch nicht überzeugt? Okay, das hat schon wieder... Betretet die Festung. Aber für eure Mission riskiere ich nicht das Leben meiner Wachen. Ist das klar?
Okay, lasst uns rein. Okay, Valeria, bist du dann auch ready? Gut, dann sind wir soweit bereit. Was ist denn mit der Leutnant Zinclari? Ich habe denen gesagt, dass das passieren würde. Ich habe es ihnen gesagt. Aber haben sie auf mich gehört? Siehe den Ehrenfreund. Nö, ich weiß auch nicht genau, was sie meint, aber okay. Gehen wir einfach rein, Valeria. Aber ich denke mal, jetzt ist erstmal jeder für sich. Mal gucken. Okay, es geht los. Ja. Senkt die Barriere und evakuiert die Festung. Diese Illidari möchten mit den Eredar Worte wechseln. Folgt mir. Ich öffne die Zelle für euch. Was ist denn mit Alturis? Bleibt der im Sicherheit? Ich halte euch den Rücken frei. Bleibt der Dämon gehört ganz euch. Ach, der hält uns den Rücken frei. Champion, ihr steht vor mir, nachdem so viele euresgleichen gefallen sind. Lasst mich frei, dann verschone ich euch vielleicht. Darf ich vorstellen, Tal'Dath, einer der mächtigsten Eredar, die uns je begegnet sind. Ihr versteht euch sicher blendend. Denkt daran, Dämonenjäger, ihr wart niemals hier. Ihr stellt euch mir allein? Okay. Würde mich erstmal zurückgeschickt. Paredes wird jedes widerliche Exemplar euresgleichen aufspüren. Schade, ihr erlebt das. Strapaziert unsere Geduld nicht. Sagt, wo euer Herr ist. Oder sterbt. Wurm, mein Herr besitzt Macht jenseits eurer Vorstellungskraft. Euer Ende naht. Eure Bemühungen sind umsonst. Bald wird ganz Suramar sich dem Willen meines Herrn folgen. Wir haben alles, was wir brauchen. Macht ihn fertig. Macht ihn fertig, okay. Quest abgeben. Faulmine da hinten. Okay, das haben wir doch hier. Haben sie hier eingesperrt. Von der Eiskronen-Zitadelle. Ja, ich kann euch sehen. Was wollt ihr? Um jeden Preis. Suramar? Das ist nur eine kurze Flugstrecke von hier entfernt. Falls wir uns nicht wiedersehen, sterbt wohl. Die Jagd. Ihr müsst diese Jagd anführen. Ihr werdet von einer kleinen Einheit begleitet, um Varedes ein für alle Male auszuschalten. Ihr müsst versuchen, unbemerkt in Varedes Festung einzudringen. Je weniger Zeit ihr auf Legionsterritorium verbringt, desto besser. Wir treffen uns an Krasus Landeplatz, wenn ihr zum Aufbruch bereit seid. Beschafft die Zwillingsdinge des Betrügers von Varedes Teufelsseele in... Meine Teufelsfledermaus an Krasus Landeplatz bringt euch nach Suramar. Varedes Zeit ist gekommen. Varedes Zeit ist gekommen. Also eben, wo wir mit Tal'Dath gekämpft haben, da ist mir auch aufgefallen, was sie ein bisschen geändert haben. Das ist nämlich der Zauberbalken. So, Valeria, bist du auch schon draußen, nö, gell? Bin gerade auf dem Weg nach draußen. Okay. Hab bei mir gelabert. Lass die Jagd beginnen. Weil, klar, Zauber unterbrechen, das lohnt sich eigentlich fast immer. Wir haben ja Magie aufzehren. Und wenn man als Dämonenjäger das macht, dann kriegt man auch 50 Jezorn. 50 Jezorn ist eigentlich ziemlich viel. Ich glaube, das ist die Hälfte. Ja. Müsste eigentlich die Hälfte sein. Okay, wir müssen wieder zu... Nee, warte mal. Wo ist denn mein Teufelssäbler? Wir müssen wieder zurück zum Krasus Landeplatz. Das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen, dass der da immer wieder was gezaubert hat. Erst später. Da muss ich nochmal gucken, ob ich mir das noch ein bisschen anders anzeigen lassen kann. Aber passt ja schon. Ich hab ja auch eben wieder den Augenstrahl benutzt. Der lohnt sich eigentlich nur gegen Gruppen, aber ich finde, der sieht ziemlich cool aus, bitte.
Dämonenjäger. Was ist das denn? Hier ist so ein Blinktron, den kann man auch mitnehmen. Hier. Was ist das Feuer? Ein Heiltrank für 12.000 Heilen, Stufe 85. Das ist natürlich der absolute Burner. Aber okay. Düster Gram und Rabenkrone werden euch auf der Jagd begleiten. Ihr solltet es unbemerkt in die Festung schaffen. Düster Gram und Rabenkrone. Das sind ja coole Namen. Okay, Valyria. Was hast du denn da für ein Outfit auf einmal an? Vom Blinktron. Echt? Was ist denn das? Das sieht... Lasst uns feiern. Ach, das mag ich jetzt auch mal. Nee, also ich laufe ja oft genug jetzt hier in meiner Dämonenjägerrüstung rum. Gucken, wie ich jetzt aussehe. Obwohl, nee, das, Das sieht dumm aus. Doch nicht. Nehmen wir jetzt die Teufelsfledermaus. Mal gucken, ob Altruis noch was zu sagen hat. Lasst euch durch nichts aufhalten. Nö, komm, wir nehmen die Teufelsfledermaus. 3, 2, 1. Passt gut auf euch auf da draußen. Varedes Fähigkeiten sind wahrhaft legendär. Jetzt haben wir hier so eine Feiermusik irgendwie im Hintergrund. Geht das auch mal irgendwann mal weg? Verdammt! Ihr müsst erst die Zauber der Barriere zerstören, bevor ihr Varedes angreifen könnt. Okay, ich bin jetzt nur mit Düsterkram. Ihr wurdet entdeckt! Schnell! Was? Oh. Wir wurden entdeckt. Vergesst die Landung. Stürzt euch selbst in die Festung. Zeigt ihnen eure Macht. Zu den Waffen. Niemand stört Lord Teufelsseele. Teufelskommandant Ikrius. Diese Narren wollen sich euch entgegenstellen. Zeigt ihnen den Preis ihrer Arroganz. Genau. Den Preis ihrer Arroganz. Ach, hier wieder so eine kleine Kugel. Ja, das ist so eine Eigenschaft der Dämonenjäger, dass jedes Mal, wenn wir einen Gegner töten, die dann Seelenfragmente hinterlassen, mit der wir uns heilen können. Komm, ich mach jetzt mal einen Teufelsstrahl. Und ansonsten gibt's auch, je nach Talent, haben wir dann im Kampf... Wo können wir gerade gucken, wo wir da hingehen sollen? Irgendwo dahinter. Seid ihr lebensmüde, Elf? Wollt ihr euch dem Zorn meines Lords ganz allein stellen? Boah. Mann, dieser AE-Move, der sieht auch ziemlich cool aus. Öffnet endlich das Portal! Verteidigt die Schutzzauber! Ja, aber Valyria, die zwei Dämonenjäger, die eins eigentlich zur Seite stehen sollten, sind hier gar nicht mehr da, ne? Nee. Die sind irgendwie abgestürzt oder sowas? Ich kann es kaum abwarten, hier endlich mal diese Kleven zu kriegen. Irgendwie mache ich ja kaum Schaden hier. Mit meinem billigen. Ah, gestorben. So, hier wieder so eine Kugel. Vergiss nicht, diese Kugel manchmal aufzusammeln. Tue ich ja. Manchmal im Kampf, aber nach dem Kampf gibt es eigentlich immer welche. Reichen bei mir nicht. Chaosweber. Nach vorn! Das reicht jetzt endgültig! Oh, jetzt hat er so einen Berserker gerufen, ne? Oder was? Ich glaube, den muss ich platt machen. Nee, da kommt ja einer nach dem anderen raus. Soll ich die platt machen? Komm, ich mach die platt. Oh.
gucken, ob noch mehr kommen als die zwei. Komm, schmeiß die Kleve. Kennst du auch gerade gegen die Berserker? Ah, hier ist so eine... Chaosweber kämpfe ich. Okay, ich habe jetzt diese zwei dicken, fetten Berserker weggemacht. Und das ist hier so eins von diesen Schutzzaubern, oder was? Zauberschutz zerstört. Ach, da muss man dieses riesige Totem, oder was das sein soll, an... Teufelsschild Zauberschutz. Lasst Höllenfeuer herabregnen! Haltet sie auf! Aha, Höllenfeuer herabregnen. Das kam ein bisschen zu langsam. Teufelskommandant Ikrios. Okay, ich bin jetzt beim zweiten Zauberschutz und du? Ich mach grad Berserker platt. Und sie möchte ich platt machen. Okay. Ihr werdet immer dreister, sterbliche. Genug jetzt! Ihr seid schon fast tot. Knapp. Ah, da ist ja wieder einer. Wow, ey, der macht ja... Was macht der da für ein Feuerfeld? Schuh, das sieht gerade gar nicht so gut aus für mich, ey. Ich hätte doch ein bisschen aufpassen sollen. Ah, komm, der ist so näher. Also das Fragment, was er jetzt eben hinterlassen hat, als ich den Kleinen gekillt habe, das hat mir auf jeden Fall nochmal fett Leben gegeben. Ich habe versagt. Tja, ich glaube, ich muss doch ein bisschen aufpassen hier. Jetzt bin ich beim zweiten. Absorbiert Dämonenseelen. Okay. Jahre ist es her. Wie töricht von euch, mich herauszufordern. Oh, das werden wir noch sehen, ob das so törisch ist. Guck mal, hier gibt es ja irgendwie ein... Wie kann man irgendwo rein? Was gibt's denn hier? Noch ein paar Teufelsseelen? Komm, ich mach mal Geistersicht an, aber hier ist eigentlich nichts. Nee. Okay, ich bin jetzt zum letzten unterwegs. Aber eben wäre ich fast gestorben, Valyria. Das war ganz schön... Das war schon so eine Sache, wo man ein bisschen aufpassen muss, was da alles so auf dem Boden platziert hat. Mein Meister hat mir vieles geschenkt. Erblickt die Macht des Betrügers! Was ist denn los? Also diese kleinen Viecher oder was? Die tue ich gerade alle weg... wegstrahlen. Lol, die kleinen Viecher haben ganz schön viel. Die lassen auch diese ganzen Seelenfragmente. Ich bin jetzt auf dem Weg zum dritten und da war ja diese eine große Inferno, ich weiß nicht, Infernal. Wow. Wenn die so kleine Ads haben, dann können wir ja fast gar nicht sterben mit diesen kleinen Fragmenten, gell? Nee, das ist praktisch. Das ist ziemlich krass, weil der Dämonenjäger hat eigentlich... Yeah.
Weil der Dämonenjäger hat nämlich so eine kleine Sache, was er eben halt nicht so gut kann. Oder vielleicht wird er noch dran gearbeitet, nämlich sich selbst im Kampf heilen. Also im Kampf. Nach dem Kampf kriegt man ja oft diese Seelenfragmente, das ist dann kein Ding. Aber wenn man jetzt gegen einzelne starke Gegner kämpft, ja, dann gibt es ja keine anderen kleinen Viecher, deren Seele man einfach mal aufnehmen kann. Und er sieht halt ein bisschen happig aus. Ja. Da gibt es dann so ein Talent, dass es dann mittendrin auch mal so kleine Fragmente dann irgendwo erscheinen, die man aufsammeln soll. Aber erstens passiert es, ist das halt zufallsabhängig. Und dann muss man die halt auch erstmal einsammeln. Und wenn viel passiert, dann sieht man das im Effektgewitter vielleicht gar nicht. So, Zorn der Illidari. Ich habe jetzt auch genug Dämonenseelen absorbiert. Okay, Valyria ist schon im Kampf mit dem Faust des Betrügers und steigen wir mal ein. Ja, gleich down. Ja, oder ich. Ich fange direkt richtig an, ey. Also Verschwimmen ist auch ziemlich cool, das kann man jede Minute benutzen, das sollten wir auch gegen die Gegner. Ja, ciao. Okay, die Faust ist tot. Ich nehme seine Seele in mich auf. Und seine klebrige, instabile Substanz, die sie irgendwie alle hinterlassen. Jetzt bin ich auch beim letzten Zauber. Teufel, hast du den schon platt, den Zauberschutz? Ja, das. Nee, noch nicht. Darauf habe ich gewartet. Okay, dann machen wir es jetzt. Oh, es geht los. Ich war einst ein Illidari und sollte im Schwarzen Tempel sterben. Seht jetzt die Macht meines neuen Meisters! Oh, der hat doch direkt die Waffen, die wir wollen. Die legendären. Oder nee, eigentlich. Die unendliche Macht der Zwillingsklinge. Was macht der da, ey? Er schafft eine Brücke? Ja, der erschafft eine Brücke. Der will's richtig. So, Illidari. Ihr wollt also meinen Kopf, um euch die Zwillingsklingen anzueignen? Erlaubt mir, euch ihre Macht persönlich näher zu bringen. Oh, der kann sie mir ganz persönlich näher bringen, ja, seine Macht. Komm her. Sie doch einfach. Kommt zu mir. Entfesselt euch eure wahre Macht. Lasst euch nicht von den Schwächen zügeln. Erzittert vor der Macht des Betrügers. Vor dem Ruhm des inneren Dämonen. Ich bin ein Dorn! Knie nieder! Ja, der Augenstrahl geht aber irgendwie in die vollkommen falsche Richtung. Ich bin das Spiel, Leute! Guck mal, ich kann es besser. Oh, jetzt hat er mich betäubt? Kil'jaeden, enttäuscht mich nicht, Varedes. Vernichtet den Eindringling mit den Zwillingsklingen und ich sterb fast. Weil ich da rumlese. Ja. Denk an Verschwimmen, wenn es mal brenzlig ja, wird. Ja, ist bei mir aber noch nicht. Ich hab schon genug. Ah, gut, dass er seinen Augenstrahl irgendwie in die vollkommen falsche Richtung macht, ey. Schon wieder. Verdammt. Kehrt nach Argus zurück, diese Sache kann noch warten. Ey, lass die Waffen hier. Ich brauche keine Waffen der Sterblichen. Er lässt sie hier. Es ist nicht vorbei. Es ist nicht vorbei, Illidari. Ich glaube, Illidan kann das besser sagen. War gut, dass man hier immer so betäubt wird. Okay, Leute, es ist soweit. Geistersicht. Die Waffen. Zwillingsklingen des Betrügers. Die Legion wird diesen Tag so schnell nicht vergessen. Wir haben die Schlimmsten vom Himmel geholt.
Jetzt sollten wir freie Bahn bis Dalaran haben. Okay, und da ist nur was, was wir denn da bekommen. Zorn der Illidari, das ist ein Artefakt-Skill. Wir haben die Artefaktwaffen, ich will immer legendär sagen. Die Zwillingsklingen des Betrügers Verus und Muramas. Statuiert Exempel an jenen, die närrisch genug sind, sich euch zu widersetzen. Dann wird der Rest ihrer Art sich euch zu Füßen werfen. Ach, da kann man so draufklicken und sich dann das einzelne Artefakt nochmal angucken, oder was? Ihr habt das wahre Potenzial dieses Artefakts noch nicht erhöht. Warte mal, dann tue ich das mal hier unten irgendwo hin, dann kann ich immer so draufklicken, denke ich. Nee, das geht nicht. Okay, dann müssen wir mal schauen. Und Muramas, das Ende ist gekommen, lass die Zerstörung dieser Welt beginnen. Und wir haben natürlich den Zorn der Illidari. Okay, na gut, Valyria, ich denke mal, Altruis hat gerade nichts zu sagen, dann können wir mit der Teufelsfledermaus hier abhauen. Dann machen wir das doch jetzt. Wir haben ja, was wir wollten. Zwillingsklingen des Betrügers. Champion, ihr lebt. Die Geschichten werden den Zwillingsklingen nicht gerecht. Okay, Korvas Blutdorn. Azeroth darf nicht fallen. Also bei dir ist doch die gleiche, oder? Korvas Blutdorn. Ja. Die Jagd. Was ist mit den anderen? Sind sie? Ich verstehe. Sie haben ihr Leben nicht umsonst geopfert. Die Zwillingsklingen werden ganz sicher den Ausgang des Krieges entscheiden. Lasst euch nicht von der Macht der Legion überwältigen. Ewige Wacht. Als Korvas eure Kleven sieht, bekommt sie ganz große Augen. Ich bin so gespannt, was diese Prachtstücke alles können. Wie wäre es mit einem kleinen Übungskampf vor der nächsten Jagd? Während eurer Abwesenheit haben wir ein Lager nicht fern von diesem Landeplatz errichtet, damit wir die Legion im Auge behalten können. Wir sollten dorthin aufbrechen. Jace braucht eure Hilfe. Es klang ziemlich wichtig. Kleidet zur Wehr der Illidari bei Krasus. Vertraut auf Fürst Illidari. Ihr werdet die Aussicht genießen. Gehen wir. Wir müssen einfach hingleiten. Valyria, bist du bereit? Okay. Okay, wir folgen denen direkt. Hol einfach die Schwingen raus und... keine Ahnung. Wo gehen die denn jetzt hin? Ach, hier drüben ist irgendwie so eine kleine Insel. Eure Jagd war also erfolgreich. Aber daran habe ich nie gezweifelt. Jace Düsterweber wieder, den kennen wir ja. Bist du da... Achtung, du bist noch am Fliegen, oder? Ja, ich leite gerade. Ah, jetzt sehe ich dich. Jace Düsterweber. Wir sind alles, was zwischen der Legion und unserer Vernichtung steht. Was hat er da? Matronenmutter Malicia. Hauptmann der Shivara. Ach, die kennen wir doch auch, oder? Ewige Wacht, ich habe unglaubliche Neuigkeiten für euch. Mein Leben dient einzig dem Untergang der brennenden Legion. Den Weg sichern. Ich konnte Kontakt zu unseren Truppen in Mardum aufnehmen. Sie haben nach unserer Abreise vor all den Jahren die Teufelshammer gesichert und seitdem halten können. Malicia hat das Warpsystem des Schiffes dazu verwendet, den Großteil unserer Truppen an Bord zu bringen. Aber dadurch wurde der letzte kleine Energievorrat im großen Maße belastet. Ich glaube, dass es einen besseren Weg gibt. Eure Kleven enthalten einen Teil der Energie von Kil'jaeden. Mit ihrer Hilfe sollte es euch möglich sein, ein permanentes Portal zur Teufelshammer zu öffnen. Okay, verwendet die Kleven, um ein Loch in der Realität zu reißen und ein Portal zur Teufelshammer in Mardum zu öffnen. Diese Dämonenseelen nähren das Tor. Auf euer Zeichen. Diese Dämonenseelen nähren das Tor? Das ist die, Fürst die sie... Illidan kennt den Weg. Okay, Valyria. Fürst Illidan kennt den Weg. Hier sind mehrere von unseren Kameraden hier. Belaf Dämmerklinge. Mein Leben dient einzig dem Untergang der brennenden Legion. Alles, was zwischen der Legion und also, zum Tode verurteilen, ja. Dann weisen wir mal unsere Illidari an. Wir haben hier ein paar kleine von den Wichteln. Eingekehrte Wichtel und einen gefangenen Zornwächter.
Eure Seelen sind verwirrt. Ich wäre dann soweit, Schätzchen. Ja, ich bin auf eurer Seite. Es ist kompliziert. Ich habe meine Gründe. Die Matronenmutter Malicia ist auf unserer Seite. Und jetzt können wir das Portal öffnen. Zwischen diesen Dingen hier, Valyria. Fangen wir mal an. So, da wären wir. Gute Arbeit, wie immer. Gute Arbeit, wie immer. Jetzt müssen wir wieder mit Jace reden, beziehungsweise mit Kane Sonnenzorn. Ich habe alles geopfert. Was habt ihr aufgegeben? Das ist bei mir auch Jace. Also auch bei dir, Jace, das stimmt. Bei Altruis. Ich freue mich schon darauf, endlich zum Rest unserer Streitmacht aufzuschließen. Und jetzt müssen wir mit der Matronenmutter. Mit ihr geht's weiter. Ah, Grüße. Ah, Grüße. Fürs nächste Mal. Meine Augen sind hier oben. Meine Augen sind hier oben. Ich kann von hier unten sowieso kaum was erkennen. Zurück nach Mardum. Das Tor ist voll funktionsfähig. Ich zittere schon vor Aufregung. Lasst Jace und die anderen wissen, dass wir eure Ankunft gespannt erwarten. Es gibt so viel zu tun und nur so wenig Zeit. Ihr werdet uns doch sicher beistehen, nicht wahr? Durchschreit das Illidari-Tor, um in Mardum an Bord der Teufelshammer zu gehen. Vergesst nicht, dass die Legion alle das Tor ist auf brennen auf zur Teufelshammer. Vor allem eure. Auf bald, Süßer. Auf bald, okay. So, schau mal, tschüss. Macht es gut. Macht es gut. Gehen wir durch das Portal, Valyria? Und los. Teufelshammer. Es ist lange her. Viel zu lang. Okay. Das sieht jetzt alles hier ein bisschen anders aus hier. Illidari-Tor, da kannst du wahrscheinlich wieder zurück. Hauptmann der Shivara. Es ist lange her. Viel zu lang. Es ist lange her. Viel zu lang. Willkommen auf der Teufelshammer. Wow. Wir sind angekommen, Valyria. Sehen wir uns eigentlich? Wo bist du denn? Nee, ich glaube nicht. Bei mir ist Kane da. Ah ja, okay. Aber es wird erstmal Zeit für eine kleine Pause, Leute. Und dann machen wir in der nächsten Folge hier weiter bei den Dämonenjägern. Und der Teufelshammer. Macht's gut. Gute Reise. Tschüss.